Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück bei unseren Angelsachsen hier im Königreich England und schauen momentan auf den Mann, der unsere Belagerungsarmee zuletzt leider eine Niederlage eingebracht hat. Das ist Herzog Vincenz, der Herzog von Toulouse, gegen den wir immer noch Krieg führen an der Seite unseres Neffen, dem König von Aquitanien. Und das zieht sich mittlerweile wirklich extrem lange hin. Wir sehen hier im Hintergrund, wie seine Mannen feiern. Sie konnten die Belagerung hier tatsächlich von Toulouse auch, war das Toulouse? Auch die Baronie, ja, trägt denselben Namen, konnten sie verhindern und haben das gefeiert. Unser König hat noch seinen Männern gesagt, sie müssen hier diese Armee decken. Sie sind aber nicht schnell genug hinterher gezogen, beziehungsweise konnten das nicht hier durch dieses unwegsame Gelände, wo sie keine Versorgung gehabt hätten und viele, viele Verluste hätten erleiden müssen. Nun ja, und jetzt gilt es hier ein Stück weit nachzusetzen. Hier marschiert aber die Armee und es sieht so aus, als könnten wir das erfolgreich tun. Hier haben wir einen kleinen Teil, den wir nochmal ausgehoben haben. Und ja, ich denke, wir werden hier, wo wollen die hinfliehen? Dort. Dann werden wir denselben Weg nehmen und werden mal gucken, dass wir dort vielleicht noch die ein oder andere Schlacht schlagen können. Hier müssen wir einige Verluste hinnehmen, aber das muss dann so sein. Das geht dann in diesem Fall nicht anders. So, hier ist die erste Schlacht, minus 23. Das wird schmerzhaft werden. Aber den werden wir uns ja auch zurückziehen. Am Ende werden wir das hier im Grunde mit der Übermacht lösen können. Jetzt sind wir bei 69% und wo die jetzt hinmarschieren wollen, wird so ein bisschen ihr Geheimnis bleiben. Tja, dann sollten wir mit dieser Armee dann zurückkehren, dass wir hier belagern können und die, können wir jetzt hier nicht mehr abfangen. Die Verluste müssen wir leider auch nochmal hinnehmen. Aber hier wäre es ja eigentlich ganz gut. Ne, okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir dann nicht allzu sehr hier unnötige Verluste hinnehmen müssen. So, jetzt marschieren die hier zurück. Ja, und hier scheint ein Krieg annulliert zu sein. Auch gut, einer weniger, um den wir uns kümmern müssen. Dieser Befreiungskrieg, da ging es um das Thema Lehnsautorität. Wunderbar. Aber unser Neffe ist doch noch im Amt. Ja. Aber vielleicht hat sich die Lehnsautorität aus anderem Grunde reduziert. So, sie belagern hier schon mal an, während dann unsere Belagerungswaffen sozusagen nachziehen. So, jetzt wollen wir nicht hoffen, dass die uns hier abfangen. Das dürfte ihnen nicht gelingen. Ne, sie marschieren auch anders. So, und der nächste Krieg. Oh, die schonische Eroberung von Wolin. Auch das ist ja schon wieder sonst wo. Aber es gibt mittlerweile kein Bündnis mehr. Von daher kann er uns in diesen Krieg nicht mehr mit hineinrufen. Und jetzt sind wir Eigentümer dieses Artefakts geworden. Er hat es uns jetzt geschenkt. Verbrechen und Strafe. Das wollte unser König doch nie haben. Kann man das neuerdings nicht mehr ablehnen? Naja. Dann ist das so. So, die marschieren wirklich da rein. Ihr Ernst? Hallo? Ich würde gerne diese Armeen hier zusammenfassen. Na gut, und wenn jetzt uns hier ein Kampf bevorsteht, dann lassen wir da erstmal noch einen anderen Befehlshaber an der Spitze. Ja, und dann ist jetzt die Frage, wie gehen wir hiermit um? 77%. Dann haben wir wieder jemanden gefangen genommen. Wir haben auch ein Ereignis bei Hofe. Okay, eins aber nach dem anderen. Also, wir werden hier erstmal Belagerer stationieren. Das wären dann diese
900 Mann hier sein. Die werden wir aber ehrlicherweise noch mal etwas stärker unterstützen diesmal. So, ihr könnt dann mit dabei bleiben und ihr seid ja dann im Grunde so eine Art Kampfarmee. Können wir mit euch hier in diese Richtung marschieren ohne Zermürbung? Ja, das funktioniert. Okay. Fassen wir euch beiden zusammen. Und genau, hier mit unserem Belagerer. Und dann schauen wir mal, was hier bei Hofe los ist. Ach, das war nur dieses ein neues Hofartefakt. Können wir das hier nach Erwerbsdatum? Typ. Ach, das ist ein Buch, was wir ausstellen können. Okay. Nee, erstens haben wir keinen Platz und zweitens, oder? Dieses Buch ist schon ausgestellt. Moment. Oder nicht? Hier. Aber hier wäre noch Platz für ein weiteres Buch. Verbrechen und Strafe. Prestige bringt das. Eine einschüchternde Sammlung aller Formen der Folter. Nein, ich finde, das passt nicht zu unserem geselligen, großzügigen, gerechten König. Das wird er nicht ausstellen. So, dann schauen wir mal, dass wir hier, sehr gut, jetzt bleiben sie stehen oder auch nicht. Jetzt marschieren sie zurück. Wollen sie ein wenig ausmanövrieren? Oder wollen sie sich nur hinter die Furt zurückziehen? Ja, jetzt können wir sie jetzt hier begleiten. Ohne Zermürbung relativ gut. Na gut, wenn sie sich jetzt dorthin zurückziehen, das ist nicht so schlimm. Jetzt ziehen sie Richtung Norden. Jetzt müssen wir mal gucken. Aber das sind dann 4100 Mann. Dann werden wir mal hier hinter den Fluss ziehen, hinter die Garonne. Sie ändern jetzt wieder so ein bisschen die Richtung. Naja, ein bisschen ist gut, recht eindeutig. Und jetzt hier die. Ja, okay, sie wollen hier wieder die Belagerung unterbinden. Jetzt sollten wir aber schnell genug da sein. Sie bleiben auch stehen. Trauen sich das also nicht zu. 98%. Sehr, sehr gut. Ja, im Grunde bringt hier nochmal jemand Lösegeld ein. Dieser junge Mann. Ja, ich denke, die 50 Gold sind gern gesehen, gern genommen. Und jetzt, haben wir schon das Maximum bei den Schlachten erreicht? Nein. Es müsste doch eigentlich hochticken. Sie haben hier alle Vorteile auf ihrer Seite, das ist schon richtig. Mal so ein bisschen parallel. Jetzt ziehen sie wieder zurück. Können wir sie ein Stück weit einkreisen vielleicht? Unser Nachbar wird angegriffen. Der König von Alba. Iberno Nordisch, also das Königreich, heißt jetzt wieder nicht mehr Piktenland. Jetzt stehen sie da. Teilen sich jetzt komplett auf, aber hier scheint es jetzt zur Schlacht zu kommen und sie haben nur die Hügelverteidigung. Da kommen sie dann nicht mehr raus.
Naja, und wir sind hier doch recht deutlich im Vorteil. Der nächste Krieg gegen den König von Burgund. So, und damit haben wir hier die 100% erreicht. Sehr, sehr gut. Tja, und jetzt ist noch die Frage, was ist mit diesem Krieg Kujawien? Wurde hier wie wild irgendwie in der Gegend rum belagern. Ich meine, momentan macht unser König hier Plus. Das sind aber noch 12.000 Mann. Das ist nicht zu unterschätzen. Hier haben wir nur 7. Auf jeden Fall können wir die Armeen hier mal zusammenfassen. Ja, und wir warten mal, bis der Krieg hier beendet ist. Und dann ist die Frage, wie ist hier der beste Weg zu ziehen? Denn unser König ist gerecht und ich denke, er hält es nur für gerecht, wenn er diesen Krieg, dem er noch als Bündnispartner beigetreten ist, auch weiter fortführt. Aber eine Sache, die er sich, denke ich, ein Stück weit verdient hat, ist jetzt mal wieder ein Festmahl zu veranstalten, nach all dem Stress, nach all dem Krieg. Also wir warten mal ab, bis dieser. Oh, unser König wird auch schon nicht mehr von Anspannung übermannt. Sehr gut. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt, Edelleute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune, als das Festmahl beginnt. Sehr schön. So, dann beende mal diesen Krieg jetzt hier. König Wulfnoth von Dänemark. Ach, da sieht mal einer an. Unser Neffe, ein Wessex, König von Dänemark. Er muss ja gewählt worden sein. Vererbt nach Abdankung. Polnische Kultur, ja, da gab es mal eine Verbindung, aber König Wulfnoth ist sein Großvater. Gibt es hier die Möglichkeit eines Bündnisses? Nein, das ist auch zu weit weg. Aber wird angegriffen. Halsingländische Eroberung von Sieltje. Ja, mit 900 Mann. Oh Gott, ja. Wird er da fürchtlich keine Chance haben. So, jetzt beende diesen Krieg hier, damit wir da. So, wunderbar. So sei es, damit wir hier ungestört marschieren können. Und ich denke, dorthin wird doch wahrscheinlich der Seeweg der günstigste sein, oder? Wenn wir jetzt hier. Ja. Okay, dann werden wir mit dieser Armee hier nach Re marschieren. Hilft nichts. Und dann werden wir dort weitere Männer ausheben und dann uns auf den weiten Weg machen. Und auf diesem Festmahl kommt es zur Katastrophe. Entschuldigt der Wein, wir haben das nächste Fass geöffnet und er ist schlecht. Der gesamte Wein ist schlecht. Das Festmahl ist noch in vollem Gange, doch ohne etwas zu trinken wird die Stimmung grausam schnell umschlagen. Naja, und unser König ist aber eifrige Frohnatur und hat entsprechende Vorräte. Und dann gibt es meines Erachtens keinen Grund, weshalb er darauf nicht zurückgreifen sollte. Also großzügig wie er ist, wird er da etwas abgeben von seinen persönlichen Vorräten. So, der nächste Krieg gegen unseren Neffen. Mann, Mann, Mann. Ja, das ist immer noch das Problem, dass er exkommuniziert ist. Es gibt eine Anspielung. Ach, okay, es geht wieder um das Thema Sprachbarriere. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich verstehe nur nicht, warum ihr das so lustig findet, meint Herzog Anfudan mit geneigtem Kopf, während ich mir ein Glucksen verkneife. Ich habe ihm nicht verraten, dass das, was er sagte, auch als etwas Anzügliches interpretiert werden könnte.
Sie stellt ihr schönstes Teil am Hof zur Schau. Vielleicht bin ich nicht allein damit, das lustig zu finden. Herzogin Edgith, die neue Herzogin von Mercia, spuckt etwas von ihrem Getränk aus, als sich Herzog Anfudan wiederholt. Die beiden könnten dieselbe Art von groben Humor haben. Oder sie könnten sich beleidigt fühlen. Ich werde nie erfahren, was die beiden denken, wenn ich nicht nachfrage. Ja, aber gesellig wie unser König ist, wird er sich da weiter mit den beiden auseinandersetzen. Und er ist aber beschämt über den Humor. So, wir schauen mal auf unsere Nichte. Ja, Nichte sei schon Enkelin, sie ist schon 14, eieiei. Er spricht Holländisch, sie Nordisch und Englisch. Können wir ihr keine weitere Sprache lehren? Sie ist bei uns am Hof. Warum denn in White? Schaut mal, die Bogen sehen insgesamt jetzt anders aus. Das andere Modelle hier, passend, ja, wahrscheinlich zu den Ausbauten. Tja, sie ist noch unser Mündel, besucht den Hof von euch in White, aber wir können ihr keine Sprache mehr beibringen. Sie hat schon eine Freundin hier. Ja, Freunde kann man nie genug haben. Gut, dann marschieren wir mal weiter. Den weiten Weg durch Aquitanien. Und die ganzen Gäste gehen, da all meine Gäste die Burg nun verlassen und dabei den gesamten Inhalt meiner Speisekammer, ja, und auch den Weinvorrat in ihren Bäuchen haben, kann ich voller Stolz sagen, dass das Festmahl ein Erfolg war. Dennoch bin ich dankbar, dass das alles erst einmal vorbei ist. Also, bis zum nächsten Mal. Eine Jagd könnte jetzt veranstaltet werden. Nein, das machen wir jetzt nicht direkt im Gegenzug. Aber was wir machen, ist, dass wir vielleicht hier unsere Bogenschützen. Ja, wobei, über kurz oder lang wäre es ja sinnvoller, die zu ersetzen, auch durch Langbogenschützen oder eine andere Einheit. Ich hatte gerade überlegt, ob man die nochmal erhöht, aber ich glaube, das ist in der Situation im Moment nicht erforderlich. Ja, zu den Tempelrittern haben sich die Johanniter jetzt hinzugesellt. Achso, wir wollten aber unseren Sammelpunkt hier verschieben. Tja, und wir werden, glaube ich, kaum darum herumkommen, nochmal alle auszuheben. Das, was uns dort erwartet, fern im Osten. Es gibt einen abergläubischen Geist. Als ich das letzte Mal Herzogin Æthelflæd sah, versuchte sie unauffällig, meinen gelben Hut zu beseitigen. Denn gelb ist eine Unglücksfarbe für Menschen von meinem Stand. Das Mal davor musste ich sie einem lächerlichen langen Umweg begleiten, um einer schwarzen Katze aus dem Weg zu gehen. Sie bringt Pech, sagt sie. Ich will gar nicht an das Mal denken, als sie meinte, sie hätte ihren Glücksbringer verloren. Doch als ich sie dabei erwischte, wie sie fast die Hälfte meines kostbaren Salzes über die Schulter wirft, nur weil es verschüttet wurde, ist mein Geduldsfaden kurz davor endgültig zu reißen. Sehr schön. Haben wir hier ein neues Event aus Friends and Foes, wie es aussieht. Tja, wie gehen wir jetzt mit dieser abergläubigen Dame um? Aber was, wenn das alles stimmt? Dann werden wir selber abergläubisch. Lasst mich euch zeigen, wie sehr ihr euch irrt. Wir könnten versuchen, sie zu überzeugen, in Aberglauben aufzugeben. Wir könnten das alles für gotterlästerlichen Unfug halten. Ja, mit der Kirche so richtig hat es unser König auch nicht. Oder er schreibt das einfach als Unsinn ab. Ja, ich finde das passt an dieser Stelle am ehesten. So ein Unsinn. Nun ja. So, das haben wir gar nicht so schlecht getimt. Alle haben wir hier beisammen. Das wird auch ein teures Unterfangen werden. Was macht er? Er marschiert zu Fuß. Okay. Gut, dann werden wir uns erstmal hier hinbegeben.
Und ist auch noch eine Armee unseres Verbündeten. Ah, und unser König kann auch wieder Hof halten. Und Gefangene, sehr, sehr gut. Ja, diese Dame, da gibt es keinen Grund mehr. Dann warten wir mal eben ab, bis wir hier alle drei durchgehen konnten. Wie viel Geld hat er? Ah, 71 noch. Ist jemand, der mehr wert ist? Nee. Haben wir noch jemand anderem? Oh, wir haben ja noch jede Menge Gefangene. Ne? 22 Monate ist er schon in Gefangenschaft, aber wäre doch ein ganz guter Kämpfer. Er könnte doch rekrutiert werden als Kämpfer. Also mit diesem jungen Mann, er hat einen Anspruch auf diese Grafschaft, ist er ein Verwalter. 16 Jahre jung, seine Eltern. Na, er soll mal so zu seinen Brüdern zurückkehren. Eble. Naja, er ist auch eher unbedeutend. Kann einfach freigelassen werden. Wulfgar Wessex. Ein junger Wessex hier. Ja, der muss natürlich auch freigelassen werden. Kann es sein, dass wir den vielleicht übernommen haben von einer Armee? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir können ihn nur rekrutieren. Ist er noch bei der Armee? Nein. Gut, dann wird er so freigelassen, dieses Kind. Diese Dame aus dem Hause Monceux. Auch dieses kleine Mädchen. Und hier wird noch verhandelt gerade. Alix kann uns Lösegeld einbringen und dann ist nur noch diese Dame. Ah, sie wäre eine Ärztin. Ja, da gibt es, glaube ich, keinen Grund, weshalb sie nicht auch mit ihrem Wissen rekrutiert werden könnte. Ja, vielleicht jetzt nicht der beste Charakter, aber. So, was hat die niedrige Haltbarkeit? Das Kettenhemd der Schwanden-Dynastie. Das hatten wir uns schon angeschaut. Das ist auch weniger relevant. Gut, dann denke ich, wird es doch an der Zeit, dass wir nochmal Hof halten. So, na, erstes steht Herzogin Judith hier. Der ganze Thronsaal verstummt, als meine Vasallenherzogin Judith triumphierend eintritt, gefolgt von zwei Dienern, die sich mit einem angeketteten Bären abmühen. Oh mein Gott. Stolz und mit einem Lächeln im Gesicht ruft Judith: Mein König, ich präsentiere euch ein Geschenk, das des mächtigsten Herrschers der Welt würdig ist. Dieses prächtige Tier wurde in Cornwall gejagt und nun überreiche ich euch als Symbol meiner Hingabe und in Gedenken an eure unvergleichliche Macht. Oh, wir können jetzt einen neuen Teppich draus machen. In der Tat eine mächtige Bestie für einen mächtigen Herrscher. Damit bekommen wir ein Schoßungeheuer, eine imposante Bestie, die in den Höflingen und Vasallen dieses Charakters große Ehrfurcht auslöst. Diese Kreatur sieht gefährlich aus und stinkt. Nehmt sie weg. Nein, ich denke, töten wird unser König sie auch nicht. Ein Schoßungeheuer, aber er wird dieses Geschenk, denke ich, auch zu würdigen wissen und wird es annehmen. Es gibt einen Schatten in der Nacht. Die Frau, die sich meinem Thron nähert, ist eindeutig eine Gemeine. Mein König, beginnt sie. Ach Gott, jetzt hat unsere neue Ärztin wieder Leute ausgegraben. Ach, das passiert auch irgendwie jedes Mal. Ja, ich denke, wir werden sie jetzt mal auffordern, dass sie damit aufhört. Dann muss sie jetzt eben mit dem, was sie bisher herausgefunden hat, zufrieden sein.
so in eine Bäuerin tritt mit einem Bittgesuch vor. Mein König, ich stehe als Vertreterin der Basken aus dem Bezirk von Sobrarb vor euch. Die Bäuerin hält kurz in ihrer einstudierten Rede inne. Unsere Bitte für den Wiederaufbau eines wichtigen Monuments unserer Kultur wurde von Thomas missachtet. Das ist der neue Vogt dort unten. Schlimmer noch, wir werden tatkräftig am Wiederaufbau gehindert. Mein König, lasst mich erklären, wirft Thomas panisch ein. Dieses Monument verhöhnt unsere Kultur. Die Angelsachsen werden als Ungeheuer dargestellt. Ihr könnt gewiss verstehen, warum ich gegen die Instandsetzung eines solchen hasserfüllten Symboles bin. Okay, wir könnten stattdessen ein Monument errichten lassen, das Mitgefühl symbolisiert. Warum verlieren wir Gold, wenn wir eine formelle Zustimmung geben? Oder das Ganze wird abgelehnt? Dabei die Kulturakzeptanz reduziert sich. Naja gut, da unser König eben hier Architekt ist, finde ich, passt dieser Gegenvorschlag vielleicht ganz gut, auch wenn es ehrlicherweise ein ziemlich teurer Gegenvorschlag ist. Gut, dann hat er seine Aufgaben hier erledigt, hat viel Gold tatsächlich ausgegeben, den er hier im Grunde jetzt auch noch für diesen anhaltenden Krieg braucht. So, Gabriele verlässt als Letzte unseren Kerker. Ja, und damit haben wir aber zunächst einmal auch wieder alles getan und erledigt, was unser König machen konnte. Wir ziehen jetzt hier nach Aquitanien, um diesem letzten Krieg noch beizuwohnen. Und dann haben wir sozusagen auch alles erledigt, was wir in dieser Folge erledigen konnten. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Also, bis dahin, macht es gut. Euer Henri.